Tja, wenn ich das immer mit diesem Pseudo-Witzchen mache, mit dem Löschblatt zwischen uns, dann hat das natürlich einen ernsten Kern. Wir alle wünschen uns, und so viele Menschen in diesem Land, dass das, was hier in diesem Raum zusammen ist, noch viel mehr auf dieses Löschblatt verzichten könnte. Es würde so viel erfolgreicher werden. Und es geht doch. Und die Veranstaltung zeigt doch, dass es geht. Und die dritte Folge aus der Serie Kein Löschblatt passt mitten uns. Ein Mensch, den ich schon verehrt habe, als ich noch in der SPD war. Damals durfte ich es nur zum Teil zeigen. Und dann bin ich in die Partei gekommen und habe Sätze von ihm gehört, die ich furios fand, auf die werdet ihr nie kommen. Nämlich als Helmut Kohl wirklich fast überführt war von den Medien mit dem schwarzen Koffern, sagte er nun ausgerechnet, ein Jurist aus dem Osten, man ist erst dann schuldig, wenn man verurteilt ist. Man ist nicht ein bisschen schuldig, man ist nicht halbschuldig, man ist so lange unschuldig. Das ist die Unschuldsvermutung, die wir auch der Französischen Revolution verdanken, und die durchzuhalten, also eine Partei des Sozialen und des Rechtsstaats zu sein, ist eigentlich dieser Stolz darauf mit ihm gewachsen. Das ist eine seiner ganz, ganz vielen Vorzüge, Gregor Gysi. Gregor, auch dich würde ich gerne zu den Themen kein Löschblatt passt zwischen uns, aber Wasser ins Glas. Natürlich zu einem der Themen fragen, die auch mit den aktuellen Diskussionen, wir wären ja blöde, wenn wir so täten, als gäbe es das nicht. Als Rixinger in Athen war, schrieben sie, weil er gegen die Bundeskanzlerin demonstriert hat, vaterlandsloser Geselle. Und jetzt hängen sie uns wegen einer Passage, die auch, oder wegen vieler Passagen, das Wort Nationalismus. Irgendwie sollen sich die Medien mal entscheiden, was sind wir jetzt? Nationalisten oder vaterlandslose Gesellen? Also beides zusammen geht so richtig nicht. Aber haben wir nicht ein bisschen was als Linke schon seit Jahrzehnten überfällig zu erklären zum Thema Nation? Ui, das ist eine schwierige Frage. Habe ich eine halbe Stunde Zeit? Nein, natürlich nicht. Also, ich versuche es mal kurz zu machen. Erstens, in allen Nationen ist immer ein Missbrauch des Begriffes dadurch geschehen. Ich finde ja schon den Begriff Vaterland blöde, weil die Mütter sehr viel mehr für die Länder tun als die Väter. Aber mal abgesehen davon. Aber immerhin heißt es Muttersprache. Das ist wahr. Aber ist der Begriff Vaterland, Nation immer missbraucht worden, gerade auch um die jungen Männer in den Krieg zu schicken, denn die Reichen gehen ja nicht in den Krieg, sie verdienen daran und dann müssen sie die Bevölkerung für diesen Krieg gewinnen. Und da benutzen sie dann oft den Nationenbegriff und versuchen, die Leute dazu zu bringen. Das hat die Linke immer und von Anfang an bekämpft, und zwar völlig zu Recht. Es gibt aber eine Besonderheit bei uns Deutschen, und das hängt mit den Nazi-Verbrechen zusammen. Ich komme aus der Generation unmittelbar nach dem Krieg geboren und dort in dieser Zeit aufgewachsen. Und da gab es natürlich auch bei den Linken Begriffe wie nie wieder Deutschland und so weiter. Das heißt, wir hatten ein leicht gestörtes Verhältnis zum eigenen Land. Das will ich gar nicht bestreiten. Und das ist auch gut erklärlich. Denn das waren die schlimmsten Verbrechen, die in der Menschheitsgeschichte je begangen sind. Und die anderen Völker reagierten ja auch so auf uns. Ich war mal in Ungarn. Da wollte ich ein paar Äpfel kaufen, hat er gesagt, einen Deutschen verkaufe ich keine Äpfel. Punkt. War erledigt. Hatte gar keinen Sinn, dass ich irgendwas erkläre, bin ich weitergegangen. Das heißt aber, wenn du in einer solchen Zeit aufwächst und mit diesem Bild, dann entsteht ein leicht gestörtes Verhältnis. Ich glaube, es gibt Linke, die nie unserer Fußballnationalmannschaft den Erfolg gönnen. Nein. Nun will ich erzählen, weshalb das ein Problem ist. Wenn man sein eigenes Land und seine eigene Nation nicht mag, kann man in ihr auch keine Verantwortung übernehmen. Das ist ein Problem. Es gibt keinen linken Franzosen. Es gibt keinen linken Franzosen oder eine linke Französe, die nicht immer ihrer Mannschaft Erfolg wird. Kann der, weiß ich was, betonköpfeste Kommunist sein. Er kämpft immer logischerweise für die eigene Mannschaft. Wenn man weiß, woran es liegt, will ich ja nur, dass meine Generation einen Fehler nicht begeht. Wir müssen der jungen Generation erlauben, normal zu werden. Wir dürfen nicht unsere
Bilder und Störungen einfach auf sie übertragen. Und eigentlich geht es um die Erfüllung eines Brecht-Gedichts. Und da hat er gesagt, er möchte nicht, dass eine Nation über uns steht. Das will ich auch nicht. Übrigens auch nicht die USA. Und ich möchte auch nicht... Und ich möchte auch nicht, dass eine Nation unter uns steht. Wenn wir die Gleichberechtigung anstreben, dann sind wir weiter. Und dann hatte ich ein Beispiel, Fußballweltmeisterschaft. Also ich gehe dahin. Dann waren alle mit den Fahnen beschmiert im Gesicht und Hals und alles. Alle meine Vorbehalte waren sofort da, völlig klar. Aber ich ging tapfer, sagte nichts. Und dann blieben die alle stehen, sahen mich und riefen immer, das hat mich natürlich gekauft, Gysi ist der Fußballgott, was übrigens nicht stimmt, aber es macht nichts. Und plötzlich habe ich gemerkt, die sind gar nicht so, wie ich dachte. Die machen das so wie die Holländer und die Franzosen und die anderen. Dann habe ich mir gesagt, ja, die sind ein Tick normaler als du. Nun lass sie doch einfach mal normal werden und übertrag das nicht. Nur darum geht es. Wir sollen die Nation niemals überbewerten. Das ist Quatsch, diese Vaterlandsbegriffe. Und ich stimme da Katja Epstein völlig zu. Aber wir müssen dieses Land auch ein bisschen wollen, wenn wir Verantwortung in diesem Land tragen wollen. Und das müssen wir den Menschen deutlich machen. Das ist es, worum es mir geht. Ich hatte übrigens gehofft, du fragst mich noch mal was nach einer Bank, aber naja, musst du ja natürlich nicht. Ach, Gregor, ich würde dich gerne noch mal was zu einer Bank fragen. Ja, dann erzähle ich dir folgende Geschichte. Ich saß vor vielen Jahren bei Jauch. Ja, was glaubt ihr denn, wenn man sich Fragen nicht bestellt, kommen sie auch nicht. Deshalb habe ich im Fernsehen gelernt, immer zu antworten, was ich will. Das heißt nicht unbedingt auf die Frage, aber es ist ja auch egal. Aber... ich saß bei Jauch und neben mir saß Frau Kohl. Das ist die ARD-Korrespondentin an der Börse. Das ist mir eingefallen bei dem, was Sarah ja völlig richtig gesagt hat. Und da sagte die Folgendes zu mir, wegen der Deutschen Bank. Sagte die, wenn Sie Kanzler wären und die Deutsche Bank käme zu Ihnen und sagte, nächste Woche müssen wir in Insolvenz gehen, müssten auch Sie sie retten. Wenn Sie sie nicht retteten, bräche das ganze, gesamte Finanzsystem in Deutschland zusammen. Da habe ich zu ihr gesagt, also erstens, im Unterschied zu Ihnen, fehlt mir die Fantasie, mir vorzustellen, dass ich Kanzler wäre. Aber zweitens, haben Sie wahrscheinlich recht. Und wenn Sie recht haben, sagen Sie damit, selbst ich hätte als Kanzler gar keinen Spielraum. Ich müsste machen damals, was Ackermann mir sagt. Wenn das so ist, dann beweisen Sie, dass wir außerdemokratische Zustände haben. Das Primat der Politik über die Banken muss wiederhergestellt werden. Und das geht nur, wenn wir sie verkleinern und vergesellschaften. Anders geht's nicht. Das ist immer schön, wenn man mal solche Frage kriegt und dann so drauf antwortet. Deswegen stelle ich sie doch auch. In Brandenburg hat die damalige PDS einen ihrer größten Wahlerfolge mit dem Begriff Heimat Brandenburg. Für Linke erstmal, zumindest wenn sie aus dem Westen kommen. Verstehe ich. Großer Anlass zur allergischen Reaktion. Haben einen Riesenerfolg damit gehabt. Ich glaube, es war auch ein super Foto von Lothar Bisky. Le Pen in Frankreich. Diese Dreckschweine in Griechenland, da Morgenröte. Wie weit dürfen wir in einer solchen Situation diesen Verbrechern das eigentlich schöne Wort Heimat überlassen? Nein, ganz umgekehrt. Wir müssen endlich lernen, dass wir ihnen diese Begriffe nicht überlassen dürfen. Das ist das eigentliche Unglück. Weil sie ja damit natürlich immer an etwas appellieren. An ein Zusammengehörigkeitsgefühl, an ein Solidaritätsgefühl. Und wir müssen eben die sein, die auf den Unterschied zwischen oben und unten hinweisen und deutlich machen, antinational ist oben, nicht unten. Und zwar, weil oben ist ja, ich meine, die Konzerne sind heute viel internationalistischer organisiert als die Gewerkschaften, wenn ich darauf mal hinweisen darf. Wobei es Zeit wird, dass die Gewerkschaften sich internationalistischer organisieren. Das ist wieder eine andere Frage. Also, das glaube ich, wir müssen auch um Begriffe streiten. Das ist immer ein Kulturstreit. Wem gehören welche Begriffe? Und mit bestimmten Begriffen werden wir in Verbindung gebracht und mit anderen gar nicht. Bei manchen ist es gut,
Und bei manchen ist es nicht gut. Das muss man sich überlegen. Aber kulturelle Kämpfe dauern immer sehr lange. Das ist immer etwas, ich sage ja immer, wenn man in der Politik etwas verändern will, muss man als erstes den Zeitgeist verändern. Und das ist schwer. Aber wenn ich mal daran erinnern darf, wie ich in die Politik gestartet bin im Dezember 1989 oder im November oder vielleicht schon im September, keine Ahnung, aber auf jeden Fall Ende 89, da stand ich ja vollständig gegen den Mainstream und den Zeitgeist, weil mir das immer manche nicht zutrauen. Ich habe das ganz gut durchgehalten, aber wie sich der Zeitgeist seitdem verändert hat, ich bitte dich, das ist doch erstaunlich. Wir wissen immer nur, was wir alles nicht geschafft haben, aber was wir auch alles geschafft haben, wie anders die jetzt mit uns umgehen müssen. Ich meine, in der ersten Talkshow, die ich erlebt habe, saß ich und da saß eine berühmte alte Schauspielerin und sagte, was Sie machen, ist so, als ob man versucht hätte, nach 45 die NSDAP fortzusetzen. Und die bekam Beifall. Später hat diese Frau im Fernsehen erklärt, dass sie mich wählt. Das ist eine Veränderung des Zeitgeistes. Weil sie natürlich begriffen hat, selber begriffen hat, dass das falsch ist. Aber das zu erreichen, und das ist doch völlig klar, da brauchen wir die verschiedensten Einrichtungen, die verschiedensten Möglichkeiten, wir brauchen auch die Medien. Ist doch klar, sonst können wir uns ja kaum verbreiten. Es macht mir ja auch Spaß, ich rede gerne auf Kundgebung, aber wie viele Menschen erreiche ich da? Im Fernsehen erreichst du viel mehr. Dann gibt es gute Fernsehsendungen, da kommt man zufrieden raus und sagt, doch, das eine oder andere konnte ich sagen. Dann gibt es lahmarschige, wie das Streitgespräch gegen Göring-Eckardt, da kommt man dann unzufrieden raus. Also es ist sehr unterschiedlich, wollte ich nur sagen. Jetzt sind wir die Oppositionsführerin und du bist... Ja, reicht schon. Wie können wir dieses Vakuum, was ja parlamentarisch quantitativ erstmal besteht, mit umso mehr Qualität füllen? Also, wir müssen unsere Rolle als Oppositionskraft ernst nehmen. Die Grünen sagen, sie wollen eine konstruktive Opposition sein. Ich verstehe schon den Begriff nicht. Wir sind übrigens immer konstruktiv, deshalb muss ich das ja nicht sagen. Also ich verstehe das ja nicht. Das soll ja bei Ihnen bedeuten, dass Sie sich verstehen als Regierung im Wartestand. Es soll bei Ihnen bedeuten, dass Sie sich darauf vorbereiten, das nächste Mal im Bund möglicherweise mit CDU, CSU zu regieren. Wir sind wirklich Opposition. Wir sind die Opposition. Und das heißt... Wir sind da nicht Regierung im Wartestand und warten mal, wann die uns entgegenkommen oder so ein Unsinn, sondern wir sagen, die gesellschaftlichen Widersprüche haben wir zu versuchen, dort auf die Tagesordnung zu setzen und zu benennen. Da die Opposition klein ist, wird etwas anderes noch viel wichtiger. Wir brauchen engste Beziehungen zu allen wichtigen außerparlamentarischen Bewegungen. Allein über den Bundestag... bekommen wir den Zeitgeist nicht verändert. Da brauchen wir Beziehungen zur Attac, da brauchen wir Beziehungen zu Blockupy, da brauchen wir Beziehungen zu den Bürgerinitiativen verschiedenster Art. Und dann brauchen wir auch Beziehungen zu Gewerkschaften, mit denen muss man auch streiten, sage ich mal. Aber wir brauchen natürlich gute Beziehungen auch zu Gewerkschaften. Und wir brauchen endlich viel bessere Beziehungen zu linken Intellektuellen aus Wissenschaft, Kunst und Kultur. Die haben nämlich auch eine Verantwortung. Und auch das müssen wir haben. Und ich sage es, ja, wir brauchen noch engere Beziehungen zu den Kirchen, weil der jetzige Papst die soziale Frage völlig anders formuliert als sein Vorgänger. Und das ist auch die Aufgabe der Kirche. Naja, dann muss uns ab und zu noch was Ungewöhnliches einfallen, um aufzufallen, weil wenn man nicht auffällt, dann kommt man auch nicht vor. Also mit anderen Worten, wir dürfen nicht langweilig sein. Und es gibt eine These, gegen die ich mich konsequent wehre, dass seriös nur ist, wer langweilig ist. Das stimmt nicht. Man kann auch unterhaltend und trotzdem seriös sein. Wenn du jetzt noch gesagt hättest, und diese Veranstaltung ist ein beredtes Beispiel dafür, hätte ich mich gelobt gefühlt. Das kommt doch noch. Du hast ja vorhin gesagt, du machst alles, was ich sage. Ja, von wegen kann ich nur sagen. Das glaubt ihm bitte nicht. Ja, doch schon. Ist auch richtig so. Du bist ein eigenständiger Mensch, wenn ich dir das mal sagen darf. Zu einem großen Maße, wenn ich dir das auch mal sagen darf.
lese ich hier schon Wünsche von den Lippen ab. Wie zum Beispiel vorhin diese Fragen nach den Banken, die gar nicht im Manuskript verabredet waren. Aber jetzt nochmal zu den Banken zurück. Alle, also unsere Freunde Dietmar und Sarah, haben ja in der Frage auch übereingestimmt, Vergesellschaftung der Banken, du hast es eben auch nochmal gesagt. Wir brauchen ja zugespitzte Forderungen, um dieses, ich nenne das immer Angst-Wut-Gemisch, was in Deutschland so umkämpft ist und leider in der Vergangenheit immer nach rechts ging, für die Demokratie und das heißt auch für die demokratische Opposition, nämlich uns zu gewinnen. Können wir es uns leisten, finden wir eine unterhaltende, spannende Idee, die Vergesellschaftung der Banken auf ein Wahlplakat für die Europawahl zu bringen? Also das weiß ich nicht. Für die Wahlplakate sind immer andere zuständig. Das muss nach... Ja, nein, wirklich, habe ich mich auch noch nie eingemischt. Das muss immer nach Kriterien erfolgen, wo man die meiste Wirkung erzielt. Ich habe aber nichts dagegen, damit das nur klar ist. Bloß ich will, dass man sich genau überlegt, wo kommt man am meisten an. Wahlplakate, prima zu mir gesagt, bringen keine einzige Stimme, aber keine Wahlplakate kosten viele Stimmen. Und das stimmt, das weiß ich, weil ich mal zur Bürgerschaftswahl in Hamburg war, eine Woche vorher. Und der Taxifahrer fragte mich, was ich da will. Und da sage ich, na was schon, ich will hier quatschen wegen nächsten Sonntag. Sagt er, was ist denn nächsten Sonntag? Da sage ich, Mensch, Wahlen, sagt er, was für Wahlen? Er hatte es nicht mitbekommen. Dabei hing die ganze Stadt voll. Da habe ich mir gesagt, oh Gott, nochmal doppelt so viel hinhängen, damit sie es wenigstens mitbekommen. Also es ist eine Informationssache, das ist aber wichtig. Und wenn sie denn witzig sind oder wenn darüber diskutiert wird, ich fand mein Plakat ja schön, manche haben sich geärgert, ich fand das gut, dass ich geschrieben habe, Reichtum für alle, weil... Dann wurde ich immer gefragt, wie denn das gehen soll. Habe ich gesagt, also Sie sind für Armut für alle. Dann habe ich gesagt, Sie denken immer nur materiell. Ich dachte an Gesundheit und Bildung und Kultur. Also ich konnte das beliebig hin und her streuen. Und man muss auch provozieren wollen mit einem Plakat. Man muss auch zu Diskussionen anregen wollen mit einem Plakat. Aber vor allen Dingen müssen wir eins deutlich machen im Europawahlkampf. Die europäische Integration, die europäische Idee ist eine linke Idee. Dafür wurde immer gekämpft. Das ist wichtig, dass wir das herausarbeiten. Und im Augenblick sind sie dabei, die europäische Idee kaputt zu machen. Wir müssen sie retten. Das muss unsere Botschaft sein. Warum? Sie benutzen die EU, um das, was sie in ihren Nationalstaaten nicht so einfach geregelt bekommen, über das Europarecht zu regeln. Sie machen aus einem Ansatz für die Bevölkerung einen Ansatz für die Regierungen. Sie organisieren die EU als Regierungsföderalismus. Das war aber gänzlich anders gedacht und das ist auch nicht in Ordnung. Und die Art und Weise, wie die Ministerpräsidenten in Griechenland und in Italien durch Banker ersetzt worden ist, hat deutlich gemacht, wie undemokratisch diese Strukturen sind. Sie sorgen zweitens für einen ungeheuren Sozialabbau, das ist hier mehrfach gesagt worden, ich muss das nicht betonen, was da in Griechenland, in Spanien und Portugal los ist. Und drittens militarisieren sie auch noch die EU, auch das ist gegen den ursprünglichen Gedanken. Wir sind, und das muss deutlich werden, wir sind diejenigen, die für ein Europa streiten, und zwar für ein Europa der Bevölkerungen, für ein Europa der Demokratie, für ein Europa der sozialen Wohlfahrt und sozialen Gerechtigkeit. Das muss deutlich werden und natürlich auch der Kultur. Ich wünschte mir zum Beispiel in Europa, bis einschließlich aller ehemaligen Sowjetstaaten, die zu Europa dazugehören, dass wir alle ab erster Klasse eine gemeinsame Fremdsprache lernen, damit endlich eine Generation in Europa entsteht, gar keine sehr politische Forderung, eine kulturelle, darf man auch stellen, die sich miteinander verständigen kann und das wird wahrscheinlich Englisch sein. Das ist schwer mit dem Frankreich hinzubekommen, aber wir werden dafür streiten. Wir werden dafür streiten. Also, vielen Dank. Aber das, für mich ist wichtig, und dazu möchte ich animieren, wir brauchen einen leidenschaftlichen Wahlkampf und wir müssen auch eintreten, es gibt ein Ohnmachtsgefühl in der Bevölkerung, weil es zum Beispiel auf der Bundesebene keine Volksentscheide gibt. Wir müssen für die Bevölkerung streiten und zwar in ganz Europa. Wir sind die Internationalisten, wir sind die Vertreter der europäischen Idee und die anderen versuchen sie kaputt zu machen und genau das lassen wir nicht zu. Dankeschön. Vielen Dank, Gregor Gysi. Herzlichen Dank an dich, Gregor.
vielen Dank. Du hast zwei Vorlagen mir gerade geliefert. Und zwar hast du einerseits gesagt, es ist wichtig, dass wir neben den Wahlen, und davon haben wir dieses Jahr ja 15, wenn wir mal überlegen, 11 Kommunalwahlen, eine Europawahl und 3 Landtagswahlen, ist es ganz enorm wichtig, dass wir uns verbünden, verknüpfen mit den BIs und auch mit den Protesten. Und das ist jetzt das Stichwort Bürgerinitiativen. Wir haben viele Genossinnen und Genossen aus Berlin hier. In Berlin ist ein aktueller Kampf gerade der Erhalt des Tempelhofer Feldes, 100% Bürgerbegehren, 100% Tempelhofer Feld. Ich würde euch bitten, alle Berlinerinnen und Berliner, die über 18 sind, können sich beteiligen, dass ihr beim Ausgang einfach nochmal eure Unterschrift gegen eine Privatisierung, gegen eine Bebauung und eben für ein Feld für alle setzt. Und damit wäre den Initiatorinnen und Initiatoren sehr geholfen, denn morgen ist die Deadline. Also das wäre schön, wenn wir euch daran beteiligt. Des Weiteren hat Gregor richtigerweise und zu meiner Freude gesagt, dass in diesem Jahr auch die Blockupy-Proteste wieder anstehen. Wir werden oder sind auch ganz stark gerade involviert, im Mai eine Aktionswoche zu organisieren. Also wenn ihr wieder zurückfahrt, ich habe gehört, es sind Busse da aus NRW, aus Hannover, Niedersachsen und Co. Geht in die Bündnisse vor Ort, bringt euch lokal an und ein und dann kommt im Mai nach Frankfurt, dass wir ein Signal des Widerstands gegen diese Austeritätspolitik und besonders im Land von Angela Merkel setzen. Bitte kommt dahin und kommt massenhaft, da würden wir uns alle drüber freuen und ich glaube, dieses Signal ist ganz doll wichtig. Jetzt kommt einer der bedeutendsten Schriftsteller der Nachkriegszeit, das wurde mir gerade noch zugeflüstert, dass ich den so ankündigen soll. Und ich glaube, wir können sehr froh sein, dass Volker Braun heute bei uns ist. Volker Braun ist euch sicherlich ein Begriff. Volker Braun ist unter anderem in den Medien erwähnt worden und auch bekannt durch sein Gedicht zur Kundus-Affäre im Bundestag, wo unsere Bundestagsabgeordneten Schilder hochgehalten haben und Namen der Toten in Kundus. Und unter anderem, und das möchte ich nochmal zitieren, ein Gedicht aus dem Jahre 1990, das Eigentum, das mit der sehnsüchtigen Frage, und das ist wirklich Sehnsucht pur und meine Hoffnung auf eine bessere Welt. Und zwar schreibt er: Wann sag ich wieder mein und meine alle? Das ist jetzt für nicht deutsch sprechende Menschen vielleicht ein bisschen zu wenig oder schwierig zu verstehen, aber ich glaube, diese Message, nämlich eine Message für mehr Gemeinsamkeit, für eine kollektive Aktion und kollektives Bewusstsein, ich glaube, das ist essentiell. Volker Braun, es ist sehr schön, dass du hier bist. Komm auf die Bühne, bitte. Jetzt folgen Gedichte von Volker Braun. Erfahrung nach Lao Ma. 4000 Jahre die Sandale binden, so wird ein Schuh daraus. 5000 Jahre sitzen und nun wissen, was ein Stuhl ist. 10.000 Jahre Umgang mit den Göttern, ungläubig, wer will uns missionieren? Aber 1000 in Gesellschaft und kein Jahr kann es so weitergehen. Ich lese 3 Gedichte. Das erste folgt Paul Fleming, der im belagerten Leipzig um 1630 ein Gedicht schrieb mit dem Titel »Er beklagt die Furchtsamkeit und Änderung itziger Deutschen«. Kassensturz, jetzt geht's ans Konto, an das Eingemachte, ich krieg die Krise, weil der Weltkreis krachte. Wo ist nun unser Mut, das Aufbegehren? Ihr zogt zuhauf und ließt die Seele reisen und wahrt das Volk. Jetzt soll ich Volker heißen und meinen Witz von unserer Schwachheit nähren
und Widerstand im Warenhaus bewähren. Das ganze Leben warfen wir in Handel. Wir glauben gerne, dass es sich verwandelt. Die Seelenarbeit für den Mindestlohn. Was sind wir noch zum Schein? Was sind wir schon? Ein Bettelvolk. Ich sag's auch mir zum Hohn. Ja, geschrieben in Mexiko ein Jahr vor dem Bankenkrach. Die Leguane. Sie liegen lässig in den grauen Trümmern der Tempelreste, welche uns nicht kümmern. Während nur ab und an ein Auge klappt, steingrau der Leib und kantig wie die Steine, so stemmt sich das auf seine flinken Beine zu dem Geschäft, das nach den Mücken schnappt. Wir Leguane, kommende Geschlechter, gelagert in den mürben Kassenhallen, wir sehen die Banken stumm zusammenfallen, nicht einmal Zorn, nicht einmal ein Gelächter. Was ist die Zeit, die Macht? Sie ist vermodert, während des neuen Tages Sonne lodert. Und ein konstruktiver Vorschlag aus Lateinamerika. Inbesitznahme der großen Rolltreppe durch die Medelliner Slumbewohner am 27. Dezember 2011. Ich höre, in der berüchtigten Stadt Medellin, wo die unermessliche Armut kilometerweit ausschwert, ließ der Bürgermeister in der unbetretbaren Kommuna 13 eine gigantische Rolltreppe bauen für sage und schreibe 5 Millionen, um dem fußgängerischen Pack da oben in der dünnen Luft das Treppensteigen zu ersparen. Den 12.000 Hochgeborenen wurde ein Teppich ausgerollt, auf ihren stinkenden Steilhang, die Hölle genannt, aus unverrottbarem Stahl bis auf den Müllberg zu ihren drunter und drüber Künften. So erreicht sie der technische Fortschritt in ihrem Mangeldistrikt, den das Mehl und die Milch meiden. Auch das Licht legt hier nur den Schatten ab, aber diese Riesentreppe versteigt sich wie ein Bergbach, eine Silberader zu den Elenden. Ich sehe sie behutsam auf die Stufe treten, mit der ganzen Sohle und staunend stille stehen, weil diese Eisenleiter wortlos für sie bereitsteht und sich ihren Füßen anbequemt. Von welchem Zauber immer getrieben, setzt sie ihre leichten Leiber in Bewegung zwischen nackten Backsteinwänden über den Wellblechdächern, die mit Steinen beschwert sind. Unversehens, mit 1000 nicht getanen Schritten, in tödlicher Ruhe, wie zur Schau gestellt auf dem selber laufenden Laufsteg, gelangen sie ohne zu schwitzen, ohne Atemnot, in die schwindelerregende Höhe von 28 Stockwerken, oder werden von dort herab katzenschnell vom Rand ins Zentrum getragen. Welche Erhebung aus dem Dreck, welch einfacher Tag scheint zu beginnen. Minuten ohne Verzweiflung, Momente ohne Mord. Die Weggeworfenen werden aufgerafft und befördert zwischen den Welten Hölle und Himmel. Zurückgekehrt, wie es heißt, in die Zivilisation eingesogen, in den großen Kreislauf. Die unvordenkliche Lösung in keiner Stadt je gesehen, das Unvereinbare zu verbinden. Welche Erfindungen müssen gemacht werden? Konstruktionen über den Felsenrücken der Bedrückung, Fahrstühle, Falltüren, um das Elend zu versenken, fantastische Aufstände,
Niederwerfungen allen Unrechts. Ganz herzlichen Dank, Volker Braun, weil eine Linke und eine Arbeiterbewegung, die nicht auch eine Kulturbewegung ist, nichts bewegt. Sie muss immer, wenn sie die Gesellschaft in Bewegung bringt, den scharfen antikapitalistischen demokratischen Geist und gleichzeitig, um es mit Konstantin Becker zu sagen, die Sprache des Herzens können. Nur beides zusammen geht. Walter Benjamin hat einmal gesagt, nee, es war Ernst Bloch, die Faschisten haben gelogen, aber zu den Menschen gesprochen. Die Linken haben die Wahrheit gesagt, aber nur über Sachen. Wir wollen klar und aufklärerisch über Sachen zu den Menschen sprechen, damit Bewegung aufkommt. Und in diesem Sinne herzlichen Dank an Volker Braun. Und danke auch an die, die jetzt kommen, die immer da sind, wenn die Linke sie auf der Straße braucht. Es ist der Leiter des Oktoberclubs und seine liebe Frau. Und sie singen ein Lied, das eigentlich Gisela May hier mit ihnen zusammen singen wollte. Und es kann passieren, dass Gisela May während des Lieds hineinkommt. Denn ich habe mir sagen lassen, der Fahrer ist fündig geworden und sie ist ins Auto eingestiegen. Es ist aber noch nicht der Fall. Ich gucke immer und deswegen fangen wir jetzt dieses Lied an. Es ist das Lied von Kurt Tucholsky, das er über den und für den großen europäischen Traum geschrieben hat, über den Graben. Velislava und Michael Letz. Hast du deinen aufgezogen, hast dich 20 Jahre um ihn gequält. Wozu ist er dir in deinen Arm geflogen und du hast ihm leise was erzählt, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Mutter, für den Graben. Junge, kannst du noch an Vater denken? Vater nahm dich oft auf seinen Arm und er wollte einen Groschen schenken, spielte mit dir Räuber und Gendarm, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Junge, für den Graben. Drüben die französischen Genossen lagen dicht bei Englands Arbeitsmann. Alle haben sie ihr Blut vergossen und zerschossen, Mann für Mann. Alte Leute, Männer, mancher Knabe in dem einen großen Massengraben. In dem einen großen Massengraben. Seid nicht stolz auf Ort und Geklunker, seid nicht stolz auf Narben und die Zeit. In die Gräben schickt euch die Junker, Staatsrat und der Fabrikanten Neid. Ihr wart gut genug zum Fraß für Raben, für das Grab. Für den Graben, für das Grab, Kameraden, für den Graben. Denkt an Todesröcheln und Gestöhne. Drüben liegen Väter, Mütter, Söhne. Schuften schwer wie ihr ums bisschen Leben.
wollt ihr denen nicht die Hände geben? Reicht die Bruderhand als schönste aller Gaben. Viele Gaben, Leute, übern Graben. Ein wunderbarer Einblick. Für mich herrlich, danke. Also, seid willkommen. Nein. Nein. Ich platte da so einfach rein, aber irgendwo bin ich ja hier immer wieder zu Hause. Mal sieht man Schreckliches und mal Wunderbares, wie ich hier annehme. Die Stimmung ist ja so, dass ich willkommen bin und das macht mich glücklich. Ganz herzlichen Dank, Gisela May. Ja, gut, dann kann ich übergeben. Jetzt möchte ich ganz herzlich begrüßen, jetzt sehe ich sie gar nicht, gut, ich möchte ganz herzlich begrüßen Katja Kipping, Parteivorsitzende und unermüdliche Kämpferin gegen Hartz IV, das ist mir letztlich nochmal bewusst geworden, als ich gelesen habe, Katja, von eurer tollen Petition, die du zusammen mit der Hartz-IV-Rebellin Inge Hannemann initiiert hast, wo viele von euch wahrscheinlich auch mitgezeichnet haben. 80.000 Unterschriften, mehr als 80.000 sind zusammengekommen. Dein Engagement da in dem Bereich finde ich klasse, unermüdlich bist du dabei. Ich glaube, darauf können wir stolz sein. Schön, dass du da bist. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, wir stehen am Anfang eines neuen Jahres, da lohnt ein Blick zurück. Und ich finde, wir können sagen, 2013 war ein gutes Jahr für unsere Partei. Wir haben etwas erkämpft, was uns viele nicht zugetraut haben. Und vor allen Dingen haben wir was erkämpft, was viele, die Macht und das große Geld in diesem Land haben, nicht wollen, einen festen Platz für die Linke, für eine Partei, die mit der Überzeugung, dass der Kapitalismus eben nicht das Ende der Geschichte ist, Millionen Wählerinnen und Wähler mobilisiert. Und darauf bin ich stolz. Dieses Land hat mit uns eine soziale Alarmanlage, die zuverlässig funktioniert. Und sie hat mit uns eine Ideenwerkstatt für sozialen Fortschritt, aus der sich andere Parteien übrigens gerne, meistens schweigend, bedienen. Aber auch was die Entwicklung der Mitgliederzahlen anbelangt, war 2013 ein gutes Jahr für uns. Erinnert euch, seit 2009 hatten wir sinkende Mitgliederzahlen. Im letzten Jahr konnten wir es endlich stoppen. Wir haben sogar einige Mitglieder mehr als in den Jahren davor, liebe Genossinnen und Genossen. Wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen, aber das ist eine Trendwende ins Richtige. Wir können also sagen, die Konsolidierung ist gelungen und wir treten jetzt in eine neue Phase ein, wo wir durchaus neue Stärke anstreben können. Und dazu schlagen wir eine Doppelstrategie vor. Zum einen werden wir eine kämpferische Opposition sein, die immer wieder den Finger in die Wunde legt, aber wir wollen auch eine Opposition der Einladung sein. Wie notwendig eine kämpferische Opposition ist, das hat doch allein der Start dieser Bundesregierung gezeigt. Allein der Koalitionsvertrag liest sich wie ein langes Register von Unterlassungssünden. Eine couragierte Bankenregulierung, Fehlanzeige. Ein couragierter Kampf gegen Steuerflüchtlinge, Fehlanzeige. Einsatz für eine menschlichere Flüchtlingspolitik an den EU-Außengrenzen, Fehlanzeige. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, die EU-Außengrenze hat ein System, was für viele Menschen, die in größter Not zu uns kommen, tödlich endet. Das Mittelmeer wird quasi zum Massenfriedhof
Und laut Koalitionsvertrag will diese Regierung nichts dagegen unternehmen. Sie will nichts gegen die tödliche Abschottungspolitik tun. Ich finde, das ist weder christlich noch sozialdemokratisch. Ein zentrales Versprechen der SPD im Wahlkampf lautete mehr Verteilungsgerechtigkeit. Aber sie sind eingeknickt. Wenn man schaut nach mehr Umverteilung von den Millionären zur Mitte, Umverteilung von immensem privaten Reichtum hin zu öffentlichen Kassen, Fehlanzeige. Ein weiteres zentrales Versprechen lautete, keine Rüstungsexporte in Krisenregionen. Doch schaut man nach Kampf gegen Rüstungsexporte, zumindest gegen Rüstungsexporte in Krisenregionen, Fehlanzeige im Koalitionsvertrag. Noch unter Schwarz-Gelb war immerhin von einer Kultur der Zurückhaltung die Rede. Aber selbst davon ist keine Spur mehr im Koalitionsvertrag. Ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass man womöglich mal einem FDP-Minister eine Träne nachweint. Aber es steht zu befürchten, dass wir noch Westerwelle als Außenminister mit der Kultur der Zurückhaltung, die er zumindest im Libyen-Konflikt praktiziert hat, vermissen werden. Das ist doch grotesk. Also außenpolitisch ist von dieser Regierung nichts zu erwarten. Schauen wir mal an, sozialpolitisch. Also ein kluger und an sich auch kritischer Redakteur sagte neulich zu uns, der SPD sei es gelungen, mit dem Koalitionsvertrag zumindest teilweise die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren und das Hartz-IV-Stigma loszuwerden. Das finde ich bemerkenswert. In der Tat, medial ist diese Deutung offensichtlich verbreitet, aber ich finde, man muss ja so eine Deutung auch mal dem Faktencheck unterziehen. Ich konzentriere mich jetzt nur auf einen Bereich, man könnte das wirklich Bereich für Bereich durchnehmen, ich konzentriere mich nur auf einen Bereich, auf den Bereich Hartz-IV. Also wer auf Verbesserungen gehofft hat und sei es nur klitzekleine, der hat sich deutlich geirrt. Stattdessen gibt es einen Verweis auf eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Das klingt erstmal recht harmlos. Aber wir haben einige der Sauereien, die in dieser Ländergruppe bereits diskutiert werden, ans Licht gebracht. Und auch hier nenne ich nur ein einzelnes Beispiel von einer langen Giftliste von Vorschlägen, die dort verhandelt werden. Heute ist es so, dass Alleinerziehende, die auf Hartz IV angewiesen sind, immerhin noch mehr Bedarfe zugestanden bekommen. In dieser Bund-Ländergruppe wird nun diskutiert, dass diese Mehrbedarfe gestrichen werden. Und das muss man sich mal vergegenwärtigen. Lasst uns mal in die Situation eines alleinerziehenden Vaters oder einer alleinerziehenden Mutter versetzen, die zwei kleine Kinder hat beispielsweise, per Du keine Erwerbsarbeit findet. Und wenn diese Vorschläge umgesetzt werden, heißt das für die monatlichen Verlust, je nach Alter der Kinder, von bis zu 140 Euro. Und das von Leuten, die ohnehin wenig haben. Und das von dem Hintergrund, wo Eltern in Hartz IV schon faktisch das Elterngeld gestrichen worden ist. Deswegen sage ich ganz klar, wir fordern diese Regierung auf, kassiert diese Giftliste, alleinerziehende Eltern in Hartz IV dürfen nicht zum Meldkuh werden für eure Steuerverbrechen. Wisst ihr, was übrigens sehr auffällig war, dass in fast keinem der Medienberichte von Hartz IV die Rede war? Obwohl Millionen Menschen davon betroffen sind. Und das erinnert mich an das Brecht-Lied oder an die bekannte Strophe in dem bekannten Brecht-Lied, doch die im Dunkeln sieht man nicht. Und es ist unsere Aufgabe als Linke, immer wieder die sozialen Zumutungen ans Licht zu bringen. Umso erfreulicher ist der Erfolg der Massenpetition von Inge Hannemann. Judith hat schon darüber gesprochen. Inge Hannemann, ihr wisst, das ist die mutige Jobcenter-Mitarbeiterin, die quasi wie eine Whistleblowerin über die Zumutung der Sanktionen berichtet. Und diese Petition zielt darauf ab, das Hartz-IV-Sanktionssystem abzuschaffen. Über 80.000 haben sich daran beteiligt. Und das heißt, es muss eine öffentliche Anhörung finden. Das kann jetzt auch nicht mehr die Koalition verhindern mit ihrer Mehrheit. Das ist ein großer Erfolg. Das hilft uns, Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Übrigens war das ein schönes Beispiel, weil an dieser Petition haben aus unserer Partei ganz unterschiedliche Kräfte mitgeholfen. Von den Gewerkschaftslinken über die Erwerbslosenbewegung bis hin zur Grundeinkommens-Community. Also ein herzliches Dank an alle, die sich daran beteiligt haben. Um es zusammenzufassen, dieser Koalitionsvertrag liest sich wie ein langes Register der Unterlassungssünden. Und ich finde, diese Regierung verlangt vor allem nach einer kämpferischen Opposition. Das werden wir sein, keine Sorge. Opposition der Einladung zu sein, heißt auch in der Tat immer mal wieder Brücken zu bauen zu den Sozialdemokraten und Grünen, deren Herz wirklich für eine sozialökologische Gerechtigkeitswende schlägt. Aber unsere Einladung richtet sich eben auch an die vielen in Gewerkschaften, in sozialen Bewegungen, in Stadtteilinitiativen, ja auch an die kritischen Köpfe in Kunst und Wissenschaft.
Euer Einsatz, und das konnten wir heute hier auch erleben, ist unverzichtbar, wenn es darum geht, den Zeitgeist zu verändern. Und linke Politik kommt nicht umhin, den Zeitgeist zu verändern, denn der Politikwechsel, der beginnt nun einmal nicht unter der großen Glocke des Regierungsviertels hier in Berlin. Der Politikwechsel beginnt dort, wo die vielen leben, arbeiten und kämpfen. Wir Linken sind ja manchmal ganz gut darin, über Niederlagen zu klagen, und im Lichte der Niederlagen sehen ja die politischen Gegner auch immer besonders böse aus. Frigga Haupt, die ja gleichermaßen Marxistin und Feministin ist, jawohl, man kann beides zusammen sein, muss es vielleicht sogar. Frigga Haupt ermuntert mich ja immer, dass wir auch Ermutigendes weitererzählen, dass wir wirklich anfangen, Beispiele von erfolgreichen, von ermutigendem Widerstand zu sammeln. Und ich erinnere daran vor einem ganz bestimmten Hintergrund. In den Debatten um unser Europawahlprogramm haben wir manchmal gestritten, auf welcher Ebene wir den Kämpfen Priorität beimessen. Wo haben wir bessere Erfolgsaussichten? Bernd Rixinger und ich haben dabei immer Folgendes vertreten, und nicht nur wir beide. Wir führen die Kämpfe dort, wo sie anstehen, und das heißt in Europa, im Bund, im Land, in der Kommune und wenn es sein muss, auch global. Und im Übrigen können wir auch auf allen Ebenen Erfolg haben, zumindest manchmal. Ich will das mal an einem Thema durchdeklinieren, der Kämpfe gegen Privatisierung und für öffentliches Eigentum. Es gab eine europäische Bürgerinitiative, Wasser ist Menschenrecht, Right to Water. Und das Ziel war, die forcierte Privatisierung der Wasserwirtschaft innerhalb von Europa zu verhindern. Über 1 Million folgten diesen Aufruf. Das war ein toller Erfolg, und dieser Erfolg hat die EU-Kommission gezwungen zum Einlenken. Ja Leute, das geht doch, auch auf europäischer Ebene. In Hamburg und auch in Berlin erstritt ein breites Bündnis, dass es einen Volksentscheid gibt, dass Energienetze wieder in die öffentliche Hand kommen. Vattenfall muss der Stecker gezogen werden. Was für eine Losung. Wie viel Wahrheit steckt in dieser Losung? Ja, wir wollen Vattenfall den Stecker ziehen. Doch nicht nur auf Landesebene, auch in kleinen Städten können wir diesbezüglich Erfolge haben. Ich könnte ganz viele Städte jetzt aufzählen, ich nenne mal nur eine. Prenzlau in der Uckermark, das ist die Stadt der erneuerbaren Energien. Die produziert mehr Strom aus erneuerbaren Energien, als sie selber verbraucht. Und ein wesentlicher Grund für diesen Erfolg sind die kommunalen Stadtwerke, die zu 100% der Kommune gehören. Kurzum, von der Europäischen Bürgerinitiative für Wasser als Menschenrecht, über Volksentscheide auf Landesebene und unserem beständigen Kampf in der Kommune gegen Privatisierung können wir erfolgreich sein. Wir haben allen Grund dazu, denn Privatisierung, liebe Genossen und Genossen, das ist Diebstahl öffentlichen Eigentums, und deswegen kämpfen wir für mehr öffentliches Eigentum. In der medialen Widerspiegelung über unsere europapolitischen Debatten wird ja manchmal der Eindruck erweckt, sich positiv auf den Gedanken der europäischen Integration zu beziehen, sei eine notwendige Anpassung, um ein mögliches Rot-Rot-Grün vorzubereiten. Also ich finde, wenn wir darüber diskutieren, dann nicht wegen dem, was andere Parteien meinen, sondern wegen dem, was wir für richtig erhalten. Und vor diesem Hintergrund finde ich so beeindruckend, was Toni Negri zusammen mit Sandro Mezzatro am 01.01. dieses Jahres unter der Überschrift "Den neoliberalen Zauberbrechen" geschrieben hat. Nur zur Erinnerung, wir wissen das alle, Toni Negri ist einer der führenden Köpfe der globalisierungskritischen Bewegung, und es ist noch gar nicht lange her, dass er im Gefängnis saß in Italien, weil man der Meinung sei, er sei zu gefährlich, zu kommunistisch. Also er will dem Kapitalismus wirklich richtig ans Leder. Und sie schreiben: Die europäische Integration umzukehren ist unmöglich, aber nicht unmöglich hingegen ist, die Inhalte und Richtung dieser Integration zu verändern. Innerhalb des europäischen Raumes die Kraft und den Reichtum einer neuen konstituierenden Hypothese in Gang zu setzen. So klingt das, wenn italienische Philosophen schreiben. Ich würde es jetzt mit einfacheren Worten versuchen. Es gibt also kein Zurück zum Nationalen, aber es gibt ein Voran zu einem sozialen, zu einem demokratischen, zu einem friedlichen, ja vielleicht sogar mal zu einem sozialistischen Europa. Und Negri warnt ausdrücklich für eine Rückkehr zum Nationalen herbeizusehen, denn, jetzt Zitat, auf europäischer Ebene zu kämpfen, das hätte die Möglichkeit, die neue kapitalistische Akkumulation direkt zu treffen. Soweit Negri. Und gerade, liebe Freunde und Freunde,
Gerade weil wir die europäische Idee retten wollen, gerade deswegen müssen wir die Institutionen der Europäischen Union häufig kritisieren, und zwar immer dann, wenn sie marktradikal, unsozial, undemokratisch und auf Aufrüstung orientiert sind. Diese Kritik lassen wir uns von niemandem verbieten. Wir kämpfen für ein Europa, in dem keiner in Armut fällt. Wie sagt man, heißt es doch so schön, zart wäre das Gröbste, keiner muss hungern. Das heißt für uns in einem ersten Schritt, es muss soziale Mindeststandards geben, es muss europaweit das Recht auf ein Mindesteinkommen und eine Mindestrente geben. Wir kämpfen für ein Europa, in dem Menschen, die in Not sind, Hilfe bekommen und willkommen geheißen werden. Das heißt für uns ganz klar, die EU-Außengrenze darf nicht zum Todesstreifen werden. Wir kämpfen für ein Europa, in dem im Leben von Männern und Frauen gleichermaßen Zeit ist für Familie, für Erwerbsarbeit, für politische Einmischung und im Übrigen auch mal Zeit, eine gute Kulturveranstaltung zu besuchen oder ein kritisches Buch zu lesen. Es gibt davon einige. Liebe Genossinnen und Genossen, wir kämpfen für ein friedliches Europa. Und ein erster Schritt dahin wäre, europaweit endlich eins durchzusetzen, nämlich ein sofortiges Verbot von Rüstungsexporten. Wir kämpfen für ein Europa, in dem die demokratische Einmischung zum Alltag gehört. Und dazu ist viel zu tun. Ein erster Schritt wäre, dass wir endlich eine europaweite Volksabstimmung haben in allen Ländern an einem Tag. Und in diesem Sinne, liebe Genossinnen und Genossen, verehrte Gäste, voran in diesem Jahr zu einem sozialen, demokratischen, friedlichen, ja und vielleicht auch sozialistischen Europa. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja Gipping. Wir haben eben mal durchgezählt. Es sind zwar schon deutlich über 1.000 Euro, aber wenn jeder mal überlegt, was er für eine solche Veranstaltung auf dem normalen privaten Markt bezahlt hätte. Und wir haben hier ausverkauft mit irgendwie 900 Plätzen. Dann könnt ihr euch vorstellen, dann könnt ihr noch ein bisschen was dazu, um die Kulturarbeit gegen die Monopole auch materiell zu stärken. Und deswegen hat unsere reizende Hostess zwei reizende blaue Eimer dabei und gibt sie nochmal aus, dass jeder nochmal in die Tasche guckt und noch ein bisschen Kohle dazu tut. Und währenddessen möchte ich einen Freund, auch Überraschungsgast, hier ansagen, der es auch sich nicht nehmen lässt, an den Straßen und Marktplätzen für uns aufzutreten, wo wir ihn brauchen, im Außerparlamentarischen, aber auch im Wahlkampf. Jemand, der von Viktor Jara, dem legendären Viktor Jara, noch ein halbes Jahr bevor er so grausam ermordet wurde, persönlich den Preis als bester politischer Liedermacher Chiles überreicht bekommen hat und der bei uns in Niedersachsen wohnt. Und ich habe ihn gefragt, welches Lied willst du denn singen? Und möchte ein Lied singen, was mit Michael Letz und mit Veli und uns zusammen zu singen ist. Hier ist aus Chile und aus Niedersachsen Pablo Arduin. Guten Abend. Ist schon Abend? Buenas tardes. Ich fange an mit einem Lied aus Kuba. Dieses Lied wurde in meiner Jugendzeit in Chile, in Lateinamerika, wie ein Hymne gefeiert. Von Carlos Puebla aus Kuba, Comandante. Thank you.
aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y nos fuimos para Cuba, pues hermanito, pero que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Pablo Arua,
aus Chile, Velislava und Michael Letz. Okay. Ich mache eine Kurzfassung von einem chilenischen Lied. Das war der Hymne von der Unidad Popular. Venceremos. Eine kurze Fassung. Desde el hondo clamor de la pampa se levanta el clamor popular. Ya se inicia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar, recordando a Salvador Allende. Un ejemplo se hiciera. ¡Viva Venezuela, Colombia, Ecuador! Pablo Arouin aus Chile. Wenn ich jetzt den letzten Gast ankündige, nachdem wir allerdings dann nochmal versuchen, ein gemeinsames Lied zu singen, womit auch dann die technischen Helfer auf den Film heute Abend vorbereitet sind, will ich nur sagen, es wird während dieses Vortrages, der jetzt kommt, das Aufstehen eines einzelnen Herrn erfolgen und Medienvertreter werden versuchen, daraus ihren Nektar zu ziehen. Um diesen Nektar dünn zu machen, möchte ich gleich sagen, der Gast, der während des Vortrags aufsteht, unauffällig den Saal verlässt, muss zu Berlin direkt, um dort für die Linke eine Talkshow wahrzunehmen. Es hat also keinen anderen Grund, wenn nämlich Gregor Gysi geht und Oskar Lafontaine redet. Herzlich willkommen, Oskar Lafontaine. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Es wäre sowieso niemand auf die Idee gekommen, dass Gregor wegen mir rausgegangen wäre. Ich weiß ja, er hört mir am allerliebsten von euch allen zu. Lieber Gregor, du bist also auf jeden Fall mit guten Wünschen daher begleitet zu dieser Fernsehsendung. Nun, ich bin heute hierher gekommen, liebe Freundinnen und Freunde, um etwas zu sagen zu Europa. Denn ich habe aufmerksam festgestellt, dass vor dieser Veranstaltung viel über uns geschrieben wurde. Und vor allem wurde immer wieder gesagt, da seien doch europafeindliche Tendenzen in der Linken. Und da habe ich gedacht, nun musst du hierher kommen, musst mal gucken, wo sind denn die europafeindlichen Tendenzen in der Linken? Und dann ist mir vorhin eingefallen, als ich die Musik gehört habe, irgendetwas kann da doch nicht stimmen. Als die anderen immer noch die Nationalhymne gesungen haben, haben wir schon längst die Internationale gesungen. Wir sind die Linke. Überhaupt, was ist das für ein Begriff europafeindlich, den man uns an die Backe kleben will? Gregor Gysi hat was über die Begriffe gesagt. Ja, Begriffe sind auch immer Mittel, um kulturelle Auseinandersetzungen zu führen. Natürlich will man uns das an die Backe kleben, aber dann nehmen wir doch diesen Handschuh mal auf. Was heißt denn europafeindlich? Kann man überhaupt europafeindlich sein? Kann man australienfeindlich sein? Kann man südamerikafeindlich sein? Kann man Nordamerika feindlich sein? Kann man Afrika feindlich sein? Welch ein Schwachsinn wird manchmal in der öffentlichen Debatte geredet. Man kann überhaupt nicht europafeindlich sein, liebe Freundinnen und Freunde. Man kann sehr wohl ein Gegner der europäischen Politik sein, weil man eine Politik der Ausbeutung und der sozialen
Privatisierung einfach ablehnt, weil wir eine Politik ablehnen, die Europa entdemokratisiert. Deshalb sind wir noch lange nicht europafeindlich, sondern wir sind europafreundlich. Denn Europa ist ein gleiches Wort für Demokratie und Sozialstaat. Wer oder was ist Europa überhaupt? Für mich ist Europa gleichbedeutend mit den Völkern Europas, mit den einzelnen Menschen in Europa wohnen und leben und mit ihrer Kultur. Nur wenn man diese Menschen mag, nur wenn man die Völker Europas mag, dann ist man wirklich ein Freund Europas. Denn Europa ist nicht irgendeine Landkarte, ist nicht irgendein Kontinent, denn Europa besteht aus Menschen und ihrer Kultur. Und wer diese Menschen zum Beispiel in die Verarmung treibt, wie es eine verfehlte Politik in Deutschland seit einigen Jahren tut, der ist ein Feind der Völker Europas und damit europafeindlich. Nicht wir, die anderen sind es. Es gab einen großen Kanzler, auf den ich mich oft beziehe, der einmal gesagt hat, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Wer aber eine Wirtschaftspolitik macht, um die anderen niederzukonkurrieren, wer Lohndumping betreibt, damit die anderen überhaupt keine Luft mehr bekommen, der macht keine Politik, dass er sagen kann, wir machen eine Politik der guten Nachbarschaft. Nein, er will die Nachbarn niederkonkurrieren. Und deshalb sind alle diejenigen, die für Lohndumping in Europa verantwortlich sind, sie sind diejenigen, die man als Europafeinde markieren und geißeln muss im Wahlkampf, der vor uns liegt, liebe Freundinnen und Freunde. Es steht sogar in unserem Gesetz, das weitgehend unbekannt ist, ein Gesetz, das 1967 verabschiedet worden ist, dass wir das nicht tun sollen. In diesem Gesetz sind 4 Ziele der deutschen Wirtschaftspolitik formuliert. Einmal hoher Beschäftigtenstand, zum zweiten stetiges Wirtschaftswachstum, zum dritten Preisstabilität und zum vierten außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Damit es jeder versteht, damals war es im Gesetz Pflicht, dass wir alles versuchen, dass die Deutschen nicht mehr Waren exportieren, als sie importieren. Denn das ist außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Und wenn man die jetzige Politik seit Jahren einmal übersetzt, dann heißt das, wir exportieren immer mehr, als wir importieren. Das heißt aber auch, dass andere Völker Europas immer mehr importieren, als sie exportieren. Aber woher sollen sie das bezahlen? Sie müssen sich verschulden. Und da ist das deutsche Lohndumping die Ursache für die europäische Krise. Das muss endlich mal gelernt werden. Und nun habe ich gehört, dass die Vorsitzende der Grünen, es wurde ja bereits darüber gesprochen, und der Vorsitzende der Sozialdemokraten immer sagen, ja, wir können ja mit den Linken zusammenarbeiten, wenn die Linken eine andere, eine verantwortungsbewusste Europapolitik machen. Und das wird dann natürlich in den Medien unendlich wiedergekaut. Und immer wieder wird insinuiert, wir würden keine verantwortungsbewusste Europapolitik machen und die mit uns konkurrierenden Parteien würden eine verantwortungsbewusste Europapolitik machen. Nun will ich hier mal etwas sagen. Man kann ja die eigene Wirtschaftspolitik nicht verstehen, das ist ja alles möglich. Aber das europafeindlichste Gesetz, das in Deutschland verabschiedet worden ist, war Hartz IV, weil es das Rutschen der Löhne nach unten in Gang gesetzt hat und damit das Niederkonkurrieren der europäischen Nachbarn. Und deshalb sind diejenigen nicht verantwortungsvoll, die die Nachbarn niederkonkurrieren wollen. Wann begreift man das endlich? Und es war genauso verantwortungslos, den Fiskalpakt gewissermaßen zu beschließen, mit dem gesagt wurde, was wir in Deutschland an Sozialabbau, an Abbau der Arbeitnehmerrechte, an Abbau des Sozialstaates bereits gemacht haben zu Zeiten von Rot-Grün, das verorten wir jetzt Gesamteuropa. Auch dieser Fiskalpakt ist verantwortungslos, weil er die Verelendung in Südeuropa mit verursacht. Und das ist doch keine europafreundliche Politik. Dazu kommen dann Merkels Spardiktate.
die ja dann noch beleidigt ist, wenn man sie anspricht auf die Folgen ihrer Spardiktate. Aber wer bestimmte Entscheidungen trifft, der muss bitteschön auch bereit sein, die Folgen der eigenen Entscheidung auch mitzutragen und zu verantworten. Und über die Folgen ist ja bereits gesprochen worden. Ich weiß gar nicht, ob wirklich das, was der Papst, man kann ihn jetzt oft als Linker zitieren, als Globalisierung der Gleichgültigkeit bezeichnet hat, Ursache dieser Politik ist. Wenn man im Fernsehen beispielsweise sieht, dass Mütter ihre Kinder abgeben müssen, weil sie nicht mehr ernähren können, oder wenn man im Fernsehen sieht, dass Leute sich umbringen, weil sie ihrer Verwandtschaft nicht zur Last fallen wollen, dann muss das einen doch in irgendeiner Form bewegen und dann muss man doch in irgendeiner Form sich mal die Frage stellen, ist meine Politik überhaupt richtig? Und da muss man sich doch die Frage stellen, was ist denn im Zentrum meiner Politik? Und im Zentrum der Politik, die ich jetzt gerade gegeißelt habe, steht nicht der Mensch, sondern stehen ökonomische Interessen, steht ein Gewinnstreben, ich weiß nicht was. Aber wenn der Mensch im Mittelpunkt dieser Politik wäre, dann würde die Europapolitik grundsätzlich anders gemacht werden. Und genau dafür kämpfen wir, die Linke, hier in Deutschland. Und deswegen möchte ich sagen, welche Rezepte wir vorschlagen. Wir reden ja nicht nur, wir kritisieren nicht nur die anderen. Wir schlagen Rezepte vor. Wenn man in Europa etwas verändern will, dann muss man endlich eine andere Lohnpolitik in Deutschland machen. Das ist der Anfang einer Änderung der europäischen Krise. Man muss das deutsche Lohndumping beenden und Mindestlohn von mindestens 10 Euro aufwärts. Anders ist das nicht zu machen. Deshalb wollen wir, das ist eine gesamteuropäische Forderung. Und genau an dieser Stelle sieht man auch, dass man die Leute nicht gegeneinander ausspielen kann, die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und diejenigen, die faulen Griechen oder faulen Portugiesen oder was da immer im Boulevard zu lesen ist. Nein, die falsche europäische Politik wendet sich nicht nur gegen Griechen, Italiener, Portugiesen und wen auch immer. Sie wendet sich auch gegen Millionen von Menschen in Deutschland, die die Leidtragenden des Lohndumpings sind und später als Rentnerinnen und Rentner diese falsche Politik bitter bezahlen müssen. Die zweite Forderung, die wir haben, ist eben die direkte Kreditvergabe an die Länder durch die Europäische Zentralbank. Das ist doch wirklich ein Mechanismus der Bereicherung Einzelner, wenn Folgendes passiert. Wir haben oft genug darauf hingewiesen. Die Zentralbank gibt das Geld für 0,25% und die Banken leihen es aus für 5, 6, 7% an die Staaten Südeuropas. Das ist doch irre. Lasst uns diesen Mechanismus durchbrechen und fordern direkte Kreditvergabe an die europäischen Staaten. Damit lindern wir das Leid in Portugal, Spanien, Italien und Griechenland. Dritte Forderung, Vermögensabgabe europaweit. Ich sage immer wieder, wenn ich also auch vor Schülerinnen und Schülern spreche, wenn man weiß, dass der Schuldenturm der Staaten kleiner ist als der Geldturm der Millionäre, nur der Geldturm der Millionäre, nicht Immobilienbesitz, nicht Fabrikbesitz oder was auch immer. Wenn man das weiß, wie kann man dann auf die Idee kommen, an den Geldbeutel der Pensionäre zu gehen, statt an den Geldturm der Millionäre. Warum begreifen die Völker Europas nicht, dass folgender Satz gilt? Staatsschulden sind das Geld der reichen Leute. Die Staatsanleihen sind ausschließlich im Besitz der reichen Leute. Wenn man also Schulden abbauen will, geht es gar nicht anders, als dass man das Geld der reichen Leute geht. Nur so, liebe Freundinnen und Freunde, lässt sich Europa wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Und ich bin stolz darauf, dass diese Vorschläge, etwa die direkte Kreditfinanzierung, in der Fachwelt jetzt mittlerweile übernommen werden. Da kann unsere Bundestagsfraktion stolz sein. Wenn der Nobelpreisträger Stiglitz beispielsweise diese Forderung übernimmt, das ist doch schon etwas. Wenn Leute, die für die SPD Politik machen, etwa die Direktoren des Max-Planck-Institutes in Köln, wenn die diese Forderung jetzt übernehmen, der direkten Finanzierung, scharf und schräg, dann ist das so irgendetwas, denn das ist der einzige Weg, kombiniert eben mit der Vermögensabgabe. Und wir sollten stolz darauf sein.
Und natürlich, liebe Freundinnen und Freunde, brauchen wir auch einen Schuldenschnitt. Auch diese Forderung hat unsere Bundestagsfraktion als erste erhoben. Es geht gar nicht anders. Und Schuldenschnitt, das hört sich so leicht an, aber es ist im Grunde genommen ein Vorschlag, der an den Kern der europäischen politischen Kultur geht. Es gibt ein gutes Buch, das ich jedem mal empfehlen möchte, das heißt Schulden. Und in diesem Buch wird aufgezeigt, dass das erste Mal, als das Wort Freiheit auftauchte, Freiheit gleichbedeutend war mit dem Wort Schuldenfreiheit. Ein assyrisches Wort, Schuldenfreiheit. Das heißt also, diejenigen, die Schulden haben, sind unfrei. Das wissen wir eben vom einzelnen Schicksal, das wissen wir auch von denen, die jetzt als Völker Europas überschuldet sind. Die sind ja gar nicht mehr, die können ja gar nicht mehr Demokratie genannt werden, weil ihre Regierung mehr oder weniger abgelöst worden ist durch ein Diktat der europäischen Gemeinschaft, letztendlich auch durch ein Diktat der deutschen Politik. Und wenn man eben Demokratie in Europa wiederherstellen will, dann muss man die Völker Südeuropas von der überbordenden Schuldenlast befreien. Erlaubt mir dann auch noch zu einem anderen Thema etwas zu sagen, das ist das Thema der Verteidigungspolitik, das ja auch Diskussionsbestandteil im Vorfeld dieses Kongresses war, dieser Veranstaltung war. Auch da geht einiges durcheinander. Wir haben ja seit langer Zeit gesagt, raus aus der NATO genügt nicht. Wir haben immer gesagt, wir wollen die Umwandlung dieser Vereinigung, dieses Bündnisses von einem Aggressionsbündnis wieder zurück zu einem kollektiven Verteidigungsbündnis. Das wäre ein wichtiger Schritt. Wir wollen kein Angriffsbündnis. Wir wollen ein Bündnis, das der Verteidigung und letztendlich der Entwicklungshilfe und der zivilen Hilfe dient. Das ist unser Ziel und deshalb sagen wir, wer wirklich die europäische Idee aufgreift. Und zur europäischen Idee gehört auch der Friede. Der muss Angriffskriege muss er vermeiden, er muss sie bekämpfen. Und er muss alle Strukturen überwinden, die Grundlage dieser Angriffskriege sind. Das ist der Kern unserer Forderung. Und deshalb brauchen wir auch andere militärische Strukturen in Europa. Um es noch deutlicher zu sagen, liebe Freundinnen und Freunde, als ich zum ersten Mal die Forderung nach einem Austritt aus der militärischen Struktur der NATO erhoben habe, 1983, da war ich noch Oberbürgermeister von Saarbrücken, da ging es darum, dass hier Atomraketen aufgestellt werden sollten auf beiden Seiten, in beiden Teilen Deutschlands. Und diese Strukturen wollten wir damals überwinden. Wir sollten nicht in solche Strukturen eingebunden sein. Heute werden die Angriffskriege ja mehr und mehr zu Drohnenkriegen umgewandelt. Und das nimmt ja immer mehr zu. Und deshalb heißt die Strukturen überwinden, wir wollen nicht zulassen, dass von deutschem Boden Drohnenkriege geführt werden. Das ist der Kern dieses Ansatzes. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, ich sehe, wir kommen zum Schluss. Ich glaube, wir sollten uns in diese Diskussion nicht in der Form verwickeln lassen, wie das da oder dort geschehen ist. Dass wir immer wieder dieselben Angriffe erleiden müssen in der politischen Auseinandersetzung, wissen wir seit 2005, seitdem wir diese neue Partei auf den Weg gebracht haben. Immer wieder hieß es, da gibt es europafeindliche Tendenzen. Und ich habe einmal deshalb ganz bewusst heute mal gesagt, was eigentlich zum Schaden Europas von der deutschen Politik ausgeht. Und ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass diejenigen, die das zu verantworten haben, etwa als sie Hartz IV beschlossen haben, dass sie das noch gar nicht mal richtig erfasst haben, was sie da eigentlich gemeint, angerichtet haben. So sehr hat das neoliberale Denken bereits die Köpfe in Deutschland verformt. Und dasselbe gilt natürlich auch, wenn immer wieder geredet wird über die Auseinandersetzungen aller Welt und gesagt wird, ja, wir müssten doch endlich helfen. Ich bleibe bei meinem Argument, das Merkwürdige bei diesen Hilferufen ist immer, dass sie nur dann kommen, wenn man Militär einsetzen kann. Aber wenn man Verhungernde vom Verhungern retten kann oder Kranke vom Tod, dann kommen sie nicht. Und das ist die Unglaubwürdigkeit der ganzen Politik.
Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin immer noch sehr stolz darauf, dass wir dieses Projekt auf den Weg gebracht haben. Ich sage heute, trotz dieser schwierigen Zeit, wenn es die Linke nicht gäbe, dann müsste man sie erfinden. Aber wir haben bereits, ja, wir haben bereits so viel, dafür ist schon gesprochen, so viel an Veränderungen auf den Weg gebracht, dass wir sagen können, wir sind stolz auf unsere Leistung und wir lassen uns von niemandem, aber wirklich von niemandem den Kern unserer Politik rauben, der heißt, wir wollen Menschen helfen. Wir sind die wahren Europäer. Die anderen, die niederkonkurrieren wollen, sie verstoßen gegen den Geist Europas. Und in diesem Sinne wollen wir den Wahlkampf führen. Ich möchte noch draußen hinweisen, Vereint für eine linke Alternative in Europa, Austerity Kills Dignity, Reclaim Europe. Das ist draußen zu haben. Und wer jetzt mitgemacht hat hier bei der Veranstaltung, es gibt auch welche, die nicht auf der Bühne waren. Pierre, Dietmar, Maite, vielleicht seid ihr auch. Katja, bitte, Bernd, kommt doch mal hoch. Wolfgang, du kannst gerne auch hochkommen. Die Gisela ist da. Und man da ist Gisela. Vielleicht willst du, genau, zwei Künstlerinnen grüßen einander. Wir wollen jetzt zum Abschluss, möchte ich dann noch denen danken, Volker Braun, wunderbar, die hinter den Kulissen gearbeitet haben. Ich möchte meine Mitarbeiterin, wir haben das beide jetzt hier ziemlich alleine tragen müssen, Angelika Haas, ganz herzlich danken. Der Arne Scherer. Der Anne Scherer, unserem Daniel Schäffer aus Brüssel möchte ich danken. Ich möchte danken denen von den Internationalen im Kalibdichthaus, die auch im Rahmen dessen, was vorgegeben war, wunderbar mitgeholfen haben. Und das ist eben angewandte Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität. Auf ihr Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure werde und die große Näherin. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität. Schwarzer, weißer, brauner, gelber, endet eure schlechte Reihen. Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein. Vorwärts und nicht vergessen. Vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität. Wollen wir es schnell erreichen, brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität. Unsere Herren, wer sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern. Denn solange sie uns entzweien, bleiben sie doch unsere Herren. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hungern und beim Essen, vorwärts und nicht vergessen, die Solidarität. Proletarier aller Länder, einigt euch und ihr seid frei. Eure großen Regimenter brechen jede Tyrannei. Vorwärts und nicht vergessen,
und die Frage an jeden gestellt: Willst du hungern oder essen? Wessen Morgen ist das Morgen? Wessen Welt ist die Welt? Unsere! Vielen Dank. Gerd Kampe habe ich noch vergessen. Gerd Kampe, herzlichen Dank. Vielen Dank euch allen, dass ihr gekommen seid. Guten Nachhauseweg. Danke auch von meiner Seite. Ihr seht es im Hintergrund, einer der Haupttermine im EL-Kalender ist die alljährlich stattfindende Sommeruniversität. In diesem Jahr erstmals in Deutschland und zwar vom 23. bis 27. Juli am Werbelinsee. Also, ihr merkt euch den Termin vor, wenn ihr jetzt die Sommer... Oh, da ist ein Fehler. Ja, es ist im Juli. Und genau, weitere Infos einfach auf der Website www.european-left.org und alles weitere dann online. Wäre schön, wenn ihr dabei seid. Herzlichen Dank.